Morgen. Wir sind schon wieder schwer im Gange. Bernd wiegt im Hundetopf unser Gemüse ab. Oh. Ja, ich weiß. Und Bernd schaut mal, er hat ein Fletschauge. Fing gestern an. Ja, am Gerstenkorn hoffe ich. Ja. Also hoffe ich nicht, aber gehe ich mal von aus. Weil ja. Oder ich werde Kaldall. Mutiert zu Kaldall. Nein. Er sagt, es tut nicht weh, es ist unangenehm. Ja, so ein Druck. Und so sehen unsere reifen Bananen aus übrigens, die in den Shake kommen, weil dann ist es richtig schön süß. Ja, da hat er runter vom Stück haben. Erdbeere will er nicht so gerne. Also mal, nimmt er, wenn er ganz verzweifelt ist, nimmt er auch Erdbeere. Komm halt, dann muss er von der besten Seite steigen. Du bist fein, ne? Bitte? Weil er nicht springt. Ja. Okay. Und ich mache hier für Calvino, da habe ich schon den dunklen Rand abgeschnitten, also dunkel, ne? Der ist ja nicht dunkel, da habe ich die platt gerollt und jetzt wird das bestrichen mit Frischkäse und Marmelade und dann wird das gerollt und dann sind das so Frischkäseröllchen. So, das sind jetzt die Frischkäseröllchen. Ein bisschen wie Sushi. Ich habe das jetzt, ja, ist jetzt ein besonderes Frühstück, weil Calvino hat sich gestern daran erinnert, dass ich ihm das früher ab und zu gemacht habe für die Grundschule. Und ich weiß nicht, es hat mich so voll zurückversetzt, als er klein war. Und er war so süß. Und dann habe ich ihm erst erklärt, wie das gemacht wird, weil er dachte, das wird einfach nur so Toast halt einfach gerollt. Aber der wird ja bröckeln. Deswegen muss man den rollen mit dem Nudelholz. Nein, dass ich das nicht gemacht habe, dann überrasche ich ihn heute zum Frühstück damit. Soll ich neue mitnehmen aus dem Laden oder haben wir noch? Die Marmelade, ne? Ich guck im Laden habe ich noch zwei. Ich guck mal. Ja, kann ich mir auch gleich die Kartoffeln aufhören. Kartoffeln? Ach so, die Glaskartoffeln, die leer sind, genau. Ja, wir haben hier noch zwei Stück. Ja, das kann sein, dass das die aus dem Laden sind. So. Dann würde ich ihm gleich, wenn ich ihm gleich das Essen gegeben habe, die Spülmaschine anmachen. Wenn du dem Smurfy essen. Ach so, wegen seinem Napf. Genau, dann, ja, dann ist die voll. Genau. Dann wollte ich euch noch irgendwas erzählen. Was war das denn? Was mit den Anträgen, dass du ich immer noch keine E-Mail gekriegt habe? Das muss ja ins Videotagebuch für Ungarn. Mein Auge. Das Auge haben wir schon erzählt. Auge ausgedrückt wird gleich. Ach. Nein. Ich weiß. Ach so. Jetzt weiß ich wieder. Ich habe meinen Zahnarzttermin bekommen, weil mir schon in der Schwangerschaft ein kleines Stück hier unten abgebrochen ist. So ein Mini-Fitzel. Das ist jetzt nicht schlimm, also der Zahn ist ja noch da und so, aber es ist manchmal sehr unangenehm, wenn ich warm trinke, Kaffee oder so. Und genau, bevor das schlimmer wird, wollte ich da hingehen zum Zahnarzt, aber weil ich ja die Maus stille, war jetzt so die Gedanken, wie machen wir das denn? Weil sie ja natürlich kein, also sie nimmt keinen Schnuller und sie nimmt die Brust ja auch zum Beruhigen und so und da haben wir hin und her überlegt. Ob ich nicht abpumpen soll. Ich könnte ja abpumpen und Bernd könnte stillfreundlich zufüttern. Das heißt nicht mit Flasche, da könnte es ja wieder zu einer Saugverwirrung kommen, wie beim Schnuller, sondern mit einem Becher oder mit einer Spritze. Also jetzt nicht mit einer Spritze intravenös oder so. Ich erwähne das extra, bevor ich hier Kommentare bekomme, sondern im Mund. Einfach, dass sie nicht saugen muss, sondern man wird es langsam reinlaufen lassen. Da überlegen wir noch, weil, ja. Ja, Bernd hat gesagt, am einfachsten wäre halt, weil es dauert ja jetzt nicht stundenlang, so ein Zahnarzttermin, dass er sie einfach in eine Trage nimmt. Ich stille sie vorher, er nimmt sie in die Trage, geht spazieren und schläft sie meistens eigentlich ein. Weil also, sie es kennt. Ja, weil sie es kennt, genau. Und wird das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Aber trotzdem habe ich überlegt, ob ich mir nicht doch so eine Pumpe holen soll, falls doch irgendwas mehr ist. Aber es ist jetzt halt, ne, die wird jetzt... Die ist 3,5 Monate alt und ja, mit 6 Monaten fängt das jetzt schon an, dass die andere Sachen ungefähr so im Mund nehmen, ne? So Brötchen oder so. Ach, 25 Euro oder so hatte ich damals mal. Nee, die brauchen wir dann nicht. Das ist. Beim Zahnarzt kommst du, warten Sie mal eben, machen Sie mal die Titi frei und legst du mir die kleine Sache drauf. Nein.
da wird schon nicht lange dauern. Dadurch, dass ja Corona ist, werden die ja nicht so lange Wartezeiten haben. Hm? Wir haben höchstens 5 Minuten gewartet, jedes Mal. Ja, genau. Das ist nämlich ein neuer Zahnarzt für mich. Bernd ging, ist da schon immer hingegangen, aber ich wechsle jetzt den Zahnarzt oder Zahnärztin, eher gesagt. Ja, genau. Und jetzt gibt es erstmal Kaffee. Jetzt haben sie im Karlsruher Finanzamt für 90.000 Euro ein Parfüm entwickelt beim Finanzamt und gilt der Steuerzahler für 90.000 Euro. Ja. Gibt es 48 Duftfläschchen, die nach Euroscheinen riechen. Denken sich gerade alle. Sollen wir das kaufen, um den Staat zu unterstützen? Den deutschen Staat zu unterstützen. Ach, kannst du nicht kaufen. Das ist einfach nur. Museum, ja. Ach so, Museum. Ja, sowas ist immer ganz wichtig. So Kunstwerke und so. Sind auch in Recklinghausen, sind auch so Baugebilde. Einfach so Tunnel. Sehr schöne Baugewölbe für ganz viel Geld als Erinnerung. Kunstwerke. Filmst du mich? Ja. Glaube ich nicht. Ist der rote Punkt an? Ja. Blinkt. Echt jetzt? Ja. Hallo. Soll ich erzählen, was ich gerade mache? Ja. Videomaterial. Ja, ich mache gerade die Videobeschreibung unter den Videos. Da steht immer noch, da sind so häufig gestellte Fragen, die beantworte ich in der Videobeschreibung. Und da steht immer noch, was macht ihr beruflich? Nagelstudio. Das haben wir ja schon jetzt seit Dezember nicht mehr, weil das ja aufgrund von Corona gegen die Wand gefahren ist. Studio ist gegen die Wand gefahren. So. Das Murphy schläft übrigens, falls man das sieht. Och, ich kann nicht zoomen. Ich weiß nicht, wie man zoomt. Egal, ich hoffe, man sieht ihn. So. Ja, und dann hier, wann wandert ihr nach Ungarn aus? Ist ja jetzt auch nicht mehr 2028. Ist ja jetzt 2022. Also wenn alles so läuft, wie wir uns vorstellen. Vielleicht ist auch noch schon 2021. Na, wie viele Kinder habt ihr? Wie alt seid ihr? Wir haben 2 Kinder und du bist... Ich habe die Geburtsjahrgänge gemacht, einfach von Bernd und mir. Oder? Nee. Oder? Nee, ich wollte die Kamera aber nicht so was bis zum Ich muss was machen. Ich habe euch erzählt, dass ich bei Fielmann meine eine Brille zurückgegeben habe. Jetzt habe ich Online-Brillen gesehen. Und die brauchen meinen Abstand zwischen den Pupillen. Das messen die ja normal beim Optiker. Und ich muss das jetzt selber messen. Und das geht irgendwie so. Ich habe jetzt halt nur ein Geodreieck. Hast du noch ein anderes Lineal, Calvino? Was? Hast du noch ein anderes Lineal? Also ein richtiges, nicht ein Geodreieck. Einfach ein Lineal. Guck mal bitte. Ich kann auch deinen Augenabstand messen. Nee, hol mal bitte ein richtiges Lineal, weil hier ist das ja so, immer von 7 bis 0 und dann wieder von 0 bis 7 cm. Und ich war jetzt gerade bei 62 mm. Man muss halt genau das hier so dran halten und dann ein Auge zumachen und dann aufmachen und dann messen. Oh mein Gott. Bin ich aber gespannt. Ah ja, super. Ich könnte dir meine Schere geben, weil da stehen auch vorne Zentimeter. Ja, voll so mit der Schere. Oh, Auge ausge. Ja, was für ein Lineal, wenn du dir da mit der Kante, die. Du musst sie ja nicht aufmachen. Das ist halt die Zentimeter da vorne. Und einmal, weil sie so süß ist, zeige ich euch die Maus. Ja. Die Zeit. Oh, sie macht Mausegeräusche. Die Zeit, wo sie schläft, muss ich wieder maximal nutzen. Also, hier ist jetzt 0 cm. Da muss ich das halt in die Pupille halten, die andere Seite das Auge zumachen, in die Pupille halten und dann aufmachen und dann messen. Und das 3-mal, damit man halt wirklich den sicheren Wert hat. Ja, ich versuche das mal und schau mal, wie es klappt. Augenpupille. Und Calvino stellte sein Handy und macht ein Video für sein Instagram vom Staubsauger, wie der so fährt. So, also, da ist die Pupille. 20 cm vom Spiegel weg. Das funktioniert nicht jetzt halt so. Ich habe voll einen schiefen Kopf. So. Oh mein Gott. Die Brille wird krumm und schief geliefert. 64, also es ist immer ungefähr gleich. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe es jetzt 3-mal gemessen. Einmal hatte ich 62, einmal hatte ich 64 mm.
Und jetzt war es auch wieder so 63. Also ich nehme die Mitte. 63 mm. Mega Fail. Ich habe einen Kuchen gebacken, Marmorkuchen. Und die Hälfte ist hier drin geblieben. Aber es schmeckt trotzdem nicht die Hälfte, aber halt die Kappe. Er schmeckt trotzdem sehr, sehr lecker. Ich esse jetzt hier die Krümel einfach. Drei Gläser kannst du bitte hinstellen. Du musst das blocken, wir sollen bitte nicht mehr kochen. Du brauchst ja kein Messer, du riechst ja eh nur. Bei uns gibt es jetzt Abendbrot. Wir haben noch den Rest Nudelsalat. Alles Mögliche hier. Du brätst noch Nuggets an, ne Bernd? Ja. Nur Smurfy, der muss hungern. Soll ich ihm was machen? Nein. Der hat Hate you. Ja, der hasst uns immer. Die Maus, ja, die Maus isst auch gerade abends. Hm? So, Wasser oder Ginger? Ich nehme Wasser bitte, danke. Ist er dick, der Zeh? Ich habe dich gesehen. Was ist denn passiert auf dem Trampolin? Ich bin richtig schnell aufs Trampolin gerannt. Mhm. Da ist einfach so ein Metallrand. Aua. Mit da, wo die Federn drin sind? Ja, da, wo die Federn drin sind. Und da bin ich dann richtig schnell mit den Zehen gegen. Ja. Mach ich. Habe ich euch noch gar nicht erzählt. Der Bernd war beim Arzt mit seinem Auge und der hat so eine Salbe bekommen fürs Auge. Das ist eine Bindehautentzündung, glaube ich. Ja. Und jetzt ist mein Akku leer. Ich wollte mich nur noch verabschieden. Bis morgen. Danke fürs Zuschauen.